tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Darkrai vor. Darkrai ist ein legendäres Unlicht-Pokémon und hat eine Schwäche gegen Kampf, Käfer und Fee, eine Resistenz gegen Unlicht und Geist sowie eine Immunität gegen Psycho. Als legendäres Pokémon hat Darkrai standardmäßig gute Basiswerte, wobei hier Spezialangriff und Initiative besonders hervorstechen. Die EV verteilt man auch voll in Spezialangriff und Initiative, dazu ein scheues Wesen, um die Initiative zu maximieren. Darkrais Fähigkeit Albtraum fügt schlafenden Gegnern jede Runde ein Achtel der KP an Schaden zu. Im Moveset habe ich für mein Darkrai Finsteraura, Psychokinese, Schlummerort und Ränkeschmied. Finsteraura ist Darkrais Step-Attacke. Psychokinese gibt Coverage gegen Kampf-Pokémon. Alternativ kann man hier auch Matschbombe für Coverage gegen Fee spielen. Schlummerort ist Darkrais Signature-Move. Er schläfert den Gegner ein und sorgt somit dafür, dass Darkrais Fähigkeit direkt zum Tragen kommt. Ränkeschmied ist ein Boost-Move, der Darkrais Spezialangriff um 2 Stufen erhöht. Als Item nimmt man am besten einen Fokusgurt. Darkrais Spielweise ist so einfach, wie sie gemein ist. Man schläfert den Gegner mit Schlummerort ein und boostet während der Gegner schläft oder auswechselt einen Ränkeschmied. Dank Darkrais enormer Initiative kann es auch fast alle Pokémon überholen und den Gegner einschläfern, bevor dieser überhaupt etwas machen kann. Im Anschluss kann man mit Darkrais verdoppelten Spezialangriff ordentlich draufhauen. Seid euch aber darüber im Klaren, dass die meisten Kämpfe im Pokémon mit Sleep Claws gespielt werden. Ihr dürft also maximal ein gegnerisches Pokémon gleichzeitig einschläfern. Sofern euer Gegner also sein entschlafenes Pokémon ausgewechselt hat, dürft ihr ihn kein weiteres Pokémon einschläfern, bis der Eingeschläfte aufwacht oder besiegt wurde. Darkrai hat nur wenige Pokémon, die ihn kontern. Die meisten davon sind Kampf-Pokémon mit Walschall, weswegen man am besten ein Geist-Pokémon als Switch-Partner für Darkrai dabei hat. Pokémon mit Prio-Attacken werden Darkrai ebenfalls gefährlich, sobald er nur noch wenige KP hat. Pokémon, welche schneller als Darkrai sind, sind zwar selten, aber kontern ihn ebenfalls. Mega Schlappohr macht hierfür den besten Job, da es mit Mogelhieb den Fokus-Gold brechen kann und anschließend mit Turmkick den Rest erledigt. Auch wenn man Darkrai kontern kann, ändert das nichts daran, dass es ein enorm starkes Pokémon ist, welches man nur schwer ohne Verluste aus dem Weg räumen kann. Daher ist es auch vollkommen zu Recht aktuell im Übertier. Das war's jetzt aber auch schon von meinem Darkrai und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.